Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Arma 3 Altes Life. Ja, wir waren ja bei der Diamantenmine und haben unsere Diamanten jetzt hier zum Verarbeiter gebracht und sind gerade dabei, die Diamanten zu verarbeiten. Also die Hälfte habe ich jetzt mittlerweile schon verarbeitet. Habt ihr ja im Video davor schon zum Teil gesehen. Und ja, dann, wenn wir das verarbeitet haben, werden wir uns dann auf den Weg zum Händler machen. Der sitzt ja dann hier. Nee, Quatsch, hier. Und ja, dann werde ich einfach mal schauen. Ich werde mir vielleicht mal das Bankgelände etwas näher anschauen. Für, ja, einen Banküberfall vielleicht demnächst. Muss man mal schauen. Aber dafür müssen natürlich bei weitem mehr Leute online sein und auch Polizei online sein. Weil sonst macht es zum einen keinen Spaß und man braucht sowieso eine gewisse Anzahl an Polizisten, dass es denn überhaupt funktioniert mit dem Banküberfall. Weil sonst geht es einfach nicht. Was man natürlich dafür braucht, sind Sprengladungen. Allerdings werde ich die mir jetzt nicht extra kaufen. Dazu müsste ich nämlich dann extra zum Rebellenlager fahren. Beziehungsweise fahren oder fliegen. Und dann extra warten, bis die Zeit runtergelaufen ist und dann geht es in die Luft und dann kann ich aber trotzdem nicht einbrechen, weil ja keine Polizisten da sind. Von daher bringt mir das dann herzlich wenig. Darum lasse ich es dann. Und ja, so ist das dann halt, ne? Da kann ich dann leider nichts dran ändern, aber wird bestimmt auch demnächst mal in Banküberfall kommen, also bin ich mir doch schon sicher. Also im Notfall regelt man da was mit dem Admin, dass er sagt, ja, alle Spieler sollen mal online kommen, ein gewisser Anteil soll halt als Cops dann kommen und dann wird das schon bestimmt funktionieren irgendwie. Ja, wie es aussieht mit Cop, weiß ich selber noch nicht, wann es kommen wird, ob es kommen wird, denke ich eigentlich mal schon. Also ich denke mal schon, dass der Admin da auch sagen würde, dass ich das dann im Let's Play zeigen dürfte. Beziehungsweise, dass er es mir dann ermöglicht. Und ja, das wäre auf jeden Fall eine richtig geile Sache, weil als Polizist habe ich ja schon mal erwähnt, nicht so wirklich bisher gespielt. Ich war ja in dieser Spezialeinheit da, aber die war eigentlich nur für den Kampf quasi da und kam auch, ich glaube, gar nicht zum Einsatz. Nee, also wir hatten zwar mal eine Übung gemacht, aber das war es dann auch schon. Leider waren wir denn nie im Kampfeinsatz richtig, was ich echt schade fand, weil es war eigentlich eine geile Idee, diese Einheit. Und daher hoffe ich, dass es beim, ja, nächsten Mal dann besser läuft und man wirklich mal aufs RP richtig eingehen kann und dass sich die Truppe dann lohnt. Ja, das wäre auf jeden Fall geil. Und wir haben jetzt unsere Diamanten fast alle fertig. Dann kann es dann auch quasi losgehen. Ich guck mal, wie viel können wir denn hier reinpacken? 51, okay. Dann steigen wir mal in den LKW. Und wir haben wieder einen schönen Lenkberg. Yeah. Ich hasse diesen Lenkberg, ganz ehrlich. Das ist manchmal ganz schön nervig. Dann brettern wir ja einfach mal durch. Scheiß drauf. Der Zau, der Busch. Ups. Jetzt wäre ich fast über den Stein gefahren. Den Müll, den machen wir auch noch ein bisschen platter. Tun wir noch was für die Umwelt. Nee, eigentlich nicht. Kann man da halt ein bisschen mehr hinlegen. So, ich fahre jetzt hier einfach querfeldein, weil so wirklich schneller ist das jetzt eigentlich auch nicht, wenn ich jetzt auf der Straße fahre. Und hier habe ich natürlich dann kilometermäßig doch einen kleinen Vorteil. Auch wenn der ein oder andere Zaun hier im Weg steht, aber den kann man mit dem Tempest sowas von locker wegknatzen. Natürlich verliert man leicht Tempo, aber wenn man so gegen wenige Zäune fährt, ist das jetzt nicht eklatant viel. Von daher kann man das ruhig mal machen.
Wie ihr seht, also der Tank geht jetzt nicht mehr so schnell leer. Also liegt halt wirklich daran, wenn das Gerät hinten auf dem Tempest läuft, dann zieht der verdammt viel Sprit. Ansonsten ist der eigentlich relativ spritsparend, würde ich sagen. Also der verbraucht nicht ganz so viel Sprit eigentlich. Aber es gibt ja genügend Tankstellen hier auf Altes und das Tanken ist ja auch kostenlos. Also von daher braucht man sich da wirklich keine Sorgen zu machen. Dieses Gerät lohnt sich schon. Also ich sag mal, wenn man den Hemd kauft, der kostet zwar ein bisschen weniger, aber aber trotzdem über 6 Millionen war es auf jeden Fall. Aber man muss halt dann jedes Mal alles einzeln farmen und ja, füllen. Das dauert natürlich genauso lange. Jetzt habe ich den Faden verloren. Dauert halt nicht so lange, als wie wenn du dann mit dem Tempest-Gerät gleichzeitig farmst und selber noch dazu farmst. Als wie wenn du es dann komplett alleine farmen müsstest und dann den LKW langsam füllen musst. Da ist das dann doch weitaus gemütlicher, wenn er dann das Gerät für dich mitarbeiten lässt. Da verschmerzt sich dann auch gerne, ich glaube 750.000, glaube ich, ist ungefähr der Tempest-Gerät teurer. Aber die Zeitersparnis, die ihr dadurch natürlich habt, könnte sich dann innerhalb von kürzester Zeit dann doch lohnen. Ups. Da ihr natürlich weitaus schneller fahrt, also wieder losfahrt, weil ihr nicht so lange an der Mine steht. Und das Tempest-Gerät kann 90 km/h fahren auf Asphalt, was der Hemd oder Hemmet, wie man ihn nennen möchte, nicht kann. Der kann nämlich nur 80 fahren. Zwar hat er dann einen Vorteil, wenn man einen Berg hochfährt und so. Das mag wohl sein, aber ich finde das jetzt nicht so extremst groß, den Unterschied. Von daher bin ich dann doch ganz zufrieden mit meinem Tempest hier, mit dem Tempest-Gerät. So, den machen wir jetzt schnell mal leer. Geht ja rucki zucki. So, wäre natürlich Blödsinn, wenn man jetzt jedes einzelne Dia einzeln rausholt. Und daher immer 51 packe ich mir rein. Dann passt das schon. Und 20, dann sind wir auch schon fertig. So, dann steigen wir mal wieder ein. Ich markiere mir mal, wo ist es denn jetzt? Die Federal Reserve oder auch Zentralbank genannt. So, dann geht die Party los. Natürlich, das Tempestgerät will mal wieder zur Seite lenken. Komischerweise, wenn man dann ein paar Meter gefahren ist, ist der Bug auch schon wieder weg. Also man kann entweder den Bug dadurch wegbringen, indem man aussteigt und nochmal einsteigt. Oder zwei, also oder dann nochmal halt aussteigen muss und dann ist er weg. Oder man fährt einige Meter und dann ja, verabschiedet er sich komischerweise auch öfters mal. Was das sein soll für ein Scheiß, ich weiß es nicht. Also ich kann es euch wirklich nicht sagen. Ich raff's selber nicht. Sagen wir es mal so. Dann fahre ich über Telos. Dann kann ich dort nämlich auch erstmal in der Bank das Geld einzahlen. Also wie ihr seht, wir haben über 1 Million zusammen. Und unten rechts seht ihr ja auch, ich habe 7,2 Millionen jetzt. Also das Geld kann man dadurch doch ganz gut anhäufen, wenn man schön Diamanten farmt mit dem Ding. Aber ich finde generell, die Drogen, die sollten ein bisschen hochgeschraubt werden. Den Preis für Diamanten finde ich vollkommen in Ordnung. Also wenn man 1000 Platz hat und dann 1 Million rausholt, finde ich schon gut. Ist nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Allerdings finde ich wirklich,
Okay, das war nur ein Wack. Ich dachte schon, hätte einer sein Auto hingestellt. Allerdings finde ich wirklich, dass die Drogen doch teurer sein sollten. Also zumindest Kokain und Heroin sollte meiner Meinung nach teurer sein als Diamanten. Weed kann man ja sagen, okay, das ist noch günstiger als Diamanten. Allerdings sonst würde ich wirklich sagen, die beiden Drogenarten, Kokain und Heroin, sollten teurer sein. Da könnte der Admin vielleicht noch ein bisschen was machen, also ein bisschen scripten, dass der Preis etwas höher ist. So, dann fahren wir hier mal schön an der... Was hat denn der Toastgeiser gemacht? Hat er sich selbst umgebracht, oder was? So, wir fahren jetzt mal aufs... Ups, da war ich aber verdammt nah dran. Na komm schon. So, das Ding ist auf der anderen Seite. Ja, peinlich. Und auf mit dir. Und wieder einsteigen. Und los geht's. So, jetzt mal schauen. Also hier ist quasi der Bankplatz, wo diese schönen, ja, Kugeln stehen. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, das müsste, glaube ich, der hier vorne sein. Ich glaube, da müsste man dann einbrechen. Mal schauen. Wie ihr seht, wir kriegen das Ding so nicht auf. Das muss aufgebrochen werden. Mal gucken, kann man denn in die anderen rein? Müsste ja eigentlich funktionieren. Sieht nämlich auch aus, als wäre da was drin. Oh, okay. Ich weiß zwar nicht, wieso hier dann so viele drin sind. Aber hier kann man einfach so reinlatschen. Okay, interessant. Also ich kenne es jetzt eigentlich nur so, dass die Dinger hier komplett leer sind. Aber egal. So, gut. Ja, dann habe ich euch hier so ein bisschen mal das Gelände gezeigt, auch von der Federal Bank. Und würde dann einfach mal sagen, ja, ich mache hier Schluss. Wir gucken hier schön in den Sonnenuntergang. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!